Nächste Station unserer Rundreise durch den Oman ist Nizwa. Hier gibt es ein schönes Fort und eine wunderschöne Innenstadt, die wir uns jetzt natürlich anschauen werden. Euch nehmen wir natürlich wieder mit. Wichtig, das Fort hat von 12 bis 13.30 Uhr geschlossen. Wir sind natürlich jetzt um Punkt 12 angekommen, weil man etwa 2 Stunden von Maskat mit dem Auto braucht. Strecke super gemütlich zu fahren. Das Einzige, was anstrengend ist, sind die 120 km/h, die man hier maximal fahren darf. Aber ansonsten super einfach hierher zu kommen. Wir gehen jetzt gerade durch die Gassen und da ist hier so ein geiles Golfkart. Schaut aus wie so ein alter Luxusrolli. Baustellen sind hier auch. Aber die Gassen sind echt schick, ich zeig's euch mal. Ist echt eng hier alles, aber man sieht halt hier echt Häuser, die sind so alt. Hier sind sie schon auch auseinandergefallen. Ist echt schon irgendwie beeindruckend, hier durchzugehen. Oder Martina, ist schon... Ja, und alles ist mit Lehm und enge Gassen und man sieht halt einfach, da ist Historie drin. Nizwa ist eine Oasenstadt und war im 6. und 7. Jahrhundert sogar die Hauptstadt des Oman. Und Nizwa hat das älteste Wasserleitsystem des Oman. Da kann man sich vorstellen, dass das hier in der Wüste eine Lebensader war, vor allem weil die Stadt am Rande der Hajar Mountains gelegen ist, am ziemlich trockenen Gebiet. Und hier ist also dann für Kaufleute eine gute Rast- und Auftankmöglichkeit gewesen, die auch ein bisschen grüner ist. Im 9. Jahrhundert wurde dann hier eine große Moschee gebaut. Außerdem ist hier mit dem Souk oder sogar zwei Souks ein sehr großer Warenumschlagsplatz gewesen. Von der Küste bis ins Hinterland und auch in die Nachbarstaaten. Und die Ruinen kann man heute noch gut sehen. Gut, die alte Bauweise, die ist einfach Lehm. Stroh. Ich weiß nicht, ob da noch ein Holzgerüst innen ist oder ob das so hält. Auf jeden Fall hat es bis jetzt gehalten. Die Wasserkanäle heißen übrigens Fayal. Und wurden für die Landwirtschaft, zum Beispiel für Dattelpalmen, verwendet. Nizwa ist auch deutlich touristischer als Muscat. Das sieht man auch daran, dass es hier sehr viele süße Cafés gibt. So kleine Restaurants, die auch sehr auf internationale Touristen ausgelegt sind. Außerdem gibt es hier viel Handicraft-Zeug, also Handarbeitswaren, die man hier auch in zahlreichen Souvenirshops kaufen kann. Gehen wir in einen Souk. Souk, das sind heißt so viel wie dunkel und das waren früher die Märkte, über die ein Dach drüber war, meistens aus Palmenblättern, teilweise auch aus Lehm. Ja, und da wurden dann allerlei Waren verkauft, ohne dass die Sonne runtergeknallt hat. Meistens waren die in den Morgenstunden und in den Abendstunden offen, so ist es auch in Muscat noch. Und hier ist es halt auch so ein bisschen ein Souvenir-Hotspot. Und der eine Souk hier wurde auch renoviert, der andere müsste noch im Originalzustand sein, beziehungsweise ein bisschen verfallen. So ganz genau habe ich mich da noch nicht schlau gemacht. Aber man kriegt hier auf jeden Fall sehr viele Töpferwaren. Es ist schon richtig hübsch. Wir sind jetzt im Nizwa vor. Das stammt aus dem 17. Jahrhundert. Das schauen wir uns an. Hat jetzt 5 omanische Rial Eintritt gekostet, also um die 12,50 Euro. Und das zeigen wir uns jetzt mal. Da ist die Tür. Das ist wohl eine der ältesten Holztüren im Oman. Da geht's rauf. Da geht's rüber. Da geht's auch hoch. Wo? Oh. Kann man da hochgehen? Ist offen. Hm. Ja, man kann hoch. Ah, da sind noch Leute hier. Es ist schon erstaunlich gut renoviert. Dafür, dass es aus so einem anfälligen Material wie Lehm besteht. Hier schon mal ein paar der Räumlichkeiten.
Ein Versammlungsraum. Ein Raum für Privatdiskussionen. Der Turm. Da könnte man Sachen runtergießen. Schießstarten sind jetzt für mich persönlich zu weit oben, die sind auf gut über 2 Meter. Da sind 2 fickende Tauben. Wenn ich nur gesagt habe. Das ist ein bisschen Labyrinth hier. So einen richtigen vorgegebenen Weg gibt es nicht. Das heißt, man kann hier in Ruhe alles erkunden. Das zum Beispiel hier ist der Nudge Room. Das war ein Speicher- und Pausenraum für die Wachen. Weil durch seine Höhe, ups, da geht's runter, war der einfach ein bisschen besser durchlüftet. Und deswegen in den warmen Monaten, genau. Dann, was ist daneben natürlich? Nochmal ein Kaffeezubereitungsraum. Weil die Wachen haben bestimmt auch Kaffee gebraucht, um wach zu bleiben. Wenn sie es sich leisten konnten. Konnten sie sich das leisten? Ich weiß es nicht. Gibt es hier heute Nudelsuppe? Möchte jemand Nudelsuppe? Oh. Das ist eine Küche. Hier ist ein Grill sogar. Ja, cool. Die hatten schon eine sehr moderne Infrastruktur mit Starbucks und daneben Mackie quasi. Genau, alles hier. Hier vom Dach aus hat man einen richtig tollen Überblick über die Altstadt und hier so den Vorhof des Fort. Hier ist übrigens der Turm. Das war der größte Turm des Oman. Ich glaube, inzwischen haben sie größere. Aber zu seiner Bauzeit war das schon ein monumentales Ding. Ich glaube, 30 Meter oder sowas. Und da hat man die Dattelhaine und die Oase und da hinten die Gebirgskette. Da hinten, oben, das sind die Berge. Die sind schon ordentlich groß. Und in das Fort rein. Hier drunter scheint Wasser zu geben. Spannend. Da war auch gerade ein Brunnen draußen. Das ist spannend, die sind hier überall. Also entweder ist hier ein krasses Wasserreservoir drunter oder die haben hier ein eingebautes Kühlsystem. Ich werde das recherchieren. Das ist also jetzt das nächste Mal Fort. Der große Turm, der auch quasi hohl ist. Und den Teil, den wir vorher angeguckt haben, mit den tollen Beratungsräumen und den Wohnungen des Imam, das ist das Schloss von Nizwa, das hier einfach direkt angebaut ist. Also der Teil hier unten. Und da drüben, wo es so schön grün ist, das sind hier die Schlossgärten. Hier kann man jetzt mal in so einen Brunnen reingucken. Da. Da sieht man, da ist eine riesen Hohlenkammer unter diesem Fort drunter. Es sind gar nicht wirklich so Zimmer drin, sondern ja, eine Wasservorratskammer. Die ist endtief. Es liegt eine Wasserflasche unten tatsächlich. Da sieht man jetzt nochmal das Fort in seiner ganzen Schönheit. Da sind wir gerade reingegangen. Da kann man heißes Öl auf Leute kippen. Dann gibt es hier diese Fallschächte, die wir gerade gesehen haben. Also dann bist du da hoch, dann haben dir immer wieder Leute Öl auf den Kopf gekippt, brennendes. So, und dann bist du hier reingekommen und dann konnten hier die Leute auf den Mauern oben stehen. Oder sich hier verbunkern. Und außen konnten sie natürlich dann auch gleich noch Sachen runterschmeißen. Auf die Leute, die versucht haben, hier ranzukommen. Da liegen schon ein paar, waren wohl nicht so erfolgreich. Aber innen drin ist nicht so wirklich was, oder? Nee. Das Krasse ist, wie tief das ist schon. Das ist nochmal genauso tief wie hoch. Aber wie eine Statik. Krass. Und das sind Wells, also das sind dann immer wieder Brunnen drin. Ich glaube, ich habe vorhin was von 17 Stück gelesen. Das ist jetzt mal ein Loch, in dem man keine Leute umgebracht hat. Das ist einer dieser 17 Brunnen. Und kriege ich die Kamera so weit runter? Da. Da unten seht ihr es ein bisschen glitzern, da ist tatsächlich noch Wasser drin und auch ein Eimer, mit dem man es hochziehen kann. Hier gibt es noch ein paar Live-Activities, zum Beispiel einen Halwa-Workshop. Und natürlich eine Menge Snacks und Getränke hier. Ja, und wir gehen jetzt noch kurz Richtung Garten. Oh, ein Kamel.
jetzt sind wir hier im Garten. Hier sind lauter Papaya-Bäume. Das heißt, es muss schon ordentlich nass sein. Hier sieht man auch diese Wasserrinnen, die Falais. Und hier liegt ein Kamel. Und Schild. Und da hinten sind ein paar Hirsche in Käfigen. Da gibt es ein Restaurant. Das schaut sehr nobel aus. Da hinten laufen noch Hühner und Ziegen rum. Übrigens war hier auch eine reine Ziegenmarkthalle. Also es ist schon hier ein Ziegenumschlagsplatz auch gewesen. Was klar ist, weil Ziegen sind für Nomaden natürlich so das Hauptbrot. Gibt es noch ein Ziegengehege? Mit dem Hochmut, die wird ein Gockel. Es gibt überall im Hochmut hier einen Gockel. In jedem Land gibt es einen. Ich glaube, es war eine Länder, in denen es Schlangen gibt. Weil Gockel fressen Schlangen. Also junge Schlangen und Hühner, da gewinnt immer das Huhn. Wenn sie ein bisschen älter werden, eher andersrum. Ist schon schön hier. Und mit diesen Eindrücken verlassen wir das Fort von Nizwa und das Schloss von Nizwa. Es ist schön, es ist auf jeden Fall sehenswert. Wenn man jetzt nicht gerade archäologisch oder extremst historisch interessiert ist, dann reicht einem, glaube ich, eine gute Stunde, anderthalb, um hier das Wichtigste zu sehen, ohne sich stressen zu müssen, um einen ganz guten Eindruck zu kriegen. Und danach sollte man erstmal wieder einen Schluck trinken, weil es ist echt gut warm. Und das selbst im Januar.